Am Dienstag kommt es in der Mittelstation der Goldeckbergbahn zu einem Unfall. Was ist denn da genau passiert? Ja, es hat sich leider am Dienstag gegen 11.15 Uhr bei der Mittelstation Goldeckbergbahn, bei der alten Bergbahn, ein Arbeitsunfall ereignet, wo ein 45 Jahre alter Mann aus dem Bezirksspital an der Drau tödlich verletzt wurde. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte die Unfallursache noch nicht geklärt werden. Es steht noch nicht fest, ob Fremdverschulden vorliegt oder nicht. Das muss von einem Sachverständigen vor Ort noch geklärt werden. Von unserer Seite aus haben die Ermittlungen die Beamten des Landeskriminalamtes Ermittlungsbereich Leib-Leben sowie der Tatortgruppe übernommen. Es kam ja auch zu einer Straßensperre. Warum denn das? Ja, aufgrund der Situation vor Ort bzw. nach dem Unfall bestand natürlich die drohende Gefahr, dass das durchhängende Seil weiter absinkt bzw. abstürzen zu droht. Deswegen wurden die Straßenteile darunter gesperrt.